Ich begrüße euch zu einem Easter Egg Video hier mit dem Thema Watch Dogs heute und es gibt eine ganze Menge zu entdecken. Wir haben das alles zusammengefasst für euch, starten aber kurz mit einem Easter Egg, was wir euch jetzt zeigen wollen, und zwar ist das der witzeerzählende sprechende Elch. Wir sind dazu im Norden der Stadt, hier kann man so ein Trinkspiel machen und in dieser Kneipe ist der sprechende Elch, also wie gesagt ganz oben im Norden. Gehen wir jetzt mal hier in die Kneipe rein. Und auf der rechten Seite ist der Elch. Hier gibt es übrigens auch noch die segende Forelle und den Rabbit. Also ganz viele Easter Eggs hier an diesem Ort vereint. Aber wir hören uns erstmal jetzt den Witz an, den der Elch hier auf Lager hat. Hoffentlich ist er gut. Was ist der Unterschied zwischen einem Elch und einer Skarre? Der Elch hat die Hörner vorne und das Arschloch hinten. Okay, gut. Es gibt auf jeden Fall noch eine ganze Menge mehr zu entdecken bei Watch Dogs. Und welche Easter Eggs es noch gibt im Spiel, gibt's jetzt für euch. Als erstes Easter Egg zeigen wir euch eins, bei dem es eine sehr lustige Anspielung auf die Assassin's Creed-Reihe gibt. Im Bunker hackt man sich hier in den mittleren Zentralrechner und entdeckt Vater und Sohn beim Assassin's Creed zocken. Wobei der Vater sich wundert, warum der Assassine immer noch mal mit seinen Opfern spricht. Sehr nette Anspielung und ein Top-Easter Egg. Warum macht er das? Er ist ein Assassine, Dad. Na, ich meine, warum spricht er mit einem, den er gerade umgebracht hat? Es ist eine Art Beichte. Also, das ergibt doch gar keinen Sinn. Dad, bitte, du versaust es. Jetzt wird es aber etwas musikalischer und wir schauen uns den rappenden Fisch an im Westen der Stadt. In einem Klamottenladen kann der nämlich gehackt werden und schon geht's los. Ein ähnliches Phänomen gibt es im Nordwesten der Stadt auf einem mysteriösen Schrottplatz. Hier verwandelt sich ein sonst so kinderfreundliches Schaukelpferdchen in ein Death-Metal-Event. Es gibt aber auch noch jede Menge andere Easter Eggs, bei denen es zum Beispiel wieder um andere Ubisoft-Spiele geht. So findet man zum Beispiel im Haus von Aidens Schwester und auch in anderen Orten lustige Rabbits versteckt. Und in dem ein oder anderen Laden von Chicago tummeln sich auch zahlreiche Ubisoft-Spiele. Auch immer wieder lustig sind Schilder, die gehackt werden können. Sprüche wie "Du kommst ja nicht rein" oder "Wenn kaputt, wir Spaß" sind da nur die Spitze des Eisbergs. Zum Schluss werfen wir noch einen Blick in einen stillgelegten Eisenbahntunnel im Norden der Stadt. Hier können wir einen Mechanismus entriegeln, der ein Anarchiezeichen zum Vorschein bringt. Es gibt natürlich noch weitere Easter Eggs im Spiel, die zum Teil aber storybasiert sind und die wollen wir hier natürlich nicht spoilern. Darüber hinaus gibt es noch eine Menge interessanter QR-Codes im Spiel und auch ein Rätsel um einen Serienkiller. Das solltet ihr aber selbst herausfinden, also weiterhin viel Spaß mit Watch Dogs. Und wie immer, wenn euch dieses Video gefallen hat, freut uns ein Daumen hoch.